Am Wochenende stand auf der Sportanlage Beachmitte die deutsche Meisterschaft der U20 Beachvolleyballer und ein Beachhandball-Open-Turnier auf dem Programm. Beachmitte ist extrem vielfältig. Wir haben die Möglichkeiten, verschiedenste Sportarten in halt auch nahezu jeglicher Größenordnung hier umzusetzen. Das ist der besondere Charakter von der Anlage Beachmitte, die Kapazität. Nachdem am Vortag schon Spitzensport zu sehen war, begann der Finaltag mit mächtig Spannung. Das Berliner Doppel Akbor Tabi Kästner setzte sich im Halbfinale nach 3 Sätzen gegen den deutschen U19-Vizemeister des Vorjahres Inga Thiele und Hanna Fiemann durch. Diese konnten den Tag aber im Spiel um Platz 3 noch für sich zum Guten wenden. Also es war ein großes Feld, gut besetzt. Gerade die Top-Teams sind schwierig zu schlagen. Aber wenn wir uns auf unsere eigenen Kräfte und Stärken besinnen und durchziehen, haben wir ganz gut souveräne Leistungen abgeliefert. Jetzt im Halbfinale war es halt ein super knappes, enges Spiel. War schwierig, sich da durchzusetzen. Aber jetzt fürs kleine Finale nochmal alle Kräfte gesammelt. Dann lief das. Bei uns beiden geht es vor allem um Spaß. Wenn wir Spaß haben, dann läuft es bei uns. Und wenn wir das zusammen durchziehen, dann ist alles perfekt. Sommer, Sonne, Strand und braun werden. Braun werden ist das Beste. Ein spannendes Spiel erwartete die Zuschauer dann im großen Finale der Damen. Das Team Hoffmann Colosseus bot den Berlinerinnen über 3 Sätze Paroli und setzte sich im Entscheidungssatz verdient mit 15:9 durch. Gut. Sehr geil, ja, auf jeden Fall. Wir hatten echt richtig starke Gegner, würde ich sagen, in dem Turnier. Auch ein paar Mal, also 2 Sätze abgegeben, enge Spielstände. Also ich würde sagen, es war schon ein Fight. Und wir sind natürlich überglücklich, dass es jetzt am Ende funktioniert hat. Wenn ich so emotional bin am Feld und so, dann bin ich in so einem Rausch. Dann geht eigentlich in meinem Kopf, weiß ich nicht, was genau vor. Aber wenn man sich mal in so einem Rausch gespielt hat, würde ich sagen, ist man wirklich im Tunnel und man hat eigentlich nicht mehr im Griff, was im Kopf vorgeht, so genau. Während sich bei den Beachhandballern das Team der Flying Gags durchsetzte und das Open-Turnier gewann, fand auf dem Center Court das Volleyball-Herrenfinale statt. Hier waren es die Berliner Freitag Schneider, welche dem Titelverteidiger gegenüberstanden. Danjon und Simon Kulze hielten aber dem Druck stand und setzten sich glatt in 2:0 Sätzen durch. Mega, mega, mega geil, weil wir es auch noch geschafft haben, den Titel zu verteidigen. Also letztes Jahr sind wir auch Deutscher Meister geworden. Und jetzt hatten wir bei dieser Deutschen enormen Druck eigentlich, dass wir wieder den Titel verteidigen, weil alle mit uns gerechnet haben. Ja, also wir freuen uns umso mehr, weil wir den Titel jetzt echt geschafft haben und das mega geile Atmosphäre hier ist. Und das Finale ein mega geiles, spannendes, geiles Spiel war gegen Rudi und Vincent. Und deswegen sind wir umso glücklicher. Es ist eigentlich immer schwer. Auf diesem Niveau muss man echt schon wirklich sich fokussieren von Punkt zu Punkt. Und das kostet enorme mentale Anstrengung. Man muss sich auch körperlich zusammenreißen, denn jeder Gegner ist stark. Aber je mehr Druck man ausübt, desto, ja, sag ich mal, leichter können die Spieler einem fallen. Letztendlich mental. Aber ja, es war schon extrem anstrengend. Umso größer ist die Freude, dass es dann geklappt hat. Extrem sommerliche Temperaturen, Spannung und sportliche Höchstleistungen sorgten für ein gelungenes Wochenende im Herzen Berlins.